Oh, hi und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton vs. Phoenix Wright. Ja, im letzten Part haben wir eigentlich den Prozess so gut wie gewonnen gehabt. Und dann hat der Flammenberg hier wieder alles auf den Kopf gestellt und nun müssen wir wieder erneut schaffen, es hier die Oberhand zu gewinnen. Ganz richtig! Ihr habt es alle gehört! Es ist genau wie Inquisitor Flammenberg sagt! Ich! Eine Hexe! Das ist doch absolut lächerlich! Nicht gut. Sie steht wieder auf den Main. Das war so knapp! Ich verstehe Inquisitor Flammenberg nicht! Kann er es nicht sein? Kann er es nicht sehen? Man muss sie nur genau ansehen. Es ist offensichtlich, dass sie die wahre Hexe hier ist. Bedenkt, Herr White. In Zeiten wie diesen muss man einen kühlen Kopf bewahren. Herr Layton. Ich bin sicher, Sie mussten sich in der Vergangenheit aus ähnlichen Situationen kämpfen. Ja. Das hier ist nicht anders. Wie würden Sie sich als Verteidiger normalerweise in dieser Situation verhalten? Wie würde ich mich normalerweise verhalten? Natürlich. Es gibt nur eine Sache, die mir in einer solchen Situation helfen kann. Ich muss diesen Prozess auf den Kopf stellen und einen neuen Ansatz finden. Es scheint, die Verteidigung hat keine weiteren Anmerkungen. Aber natürlich, jeder hier kennt nun die Wahrheit. Alle wissen, dass dieses Mädchen dort die wahre Hexe ist. Da gibt es nichts mehr zu sagen. Es wird Zeit, das Urteil zu verkünden, hohes Gericht. Die Situation ist genau, wie ihr beschrieben habt, Inquisitor Flammenberg. Es ergibt wenig Sinn für die Hexe, den Zauber Vidian zu benutzen. Trotzdem bleibt die Verteidigung dabei, Frau Dorner hat den Zauber benutzt, um sich wieder sichtbar zu machen. Die Frage bleibt, was war der Grund? Wenn sie wirklich keinen Grund dazu hätte, wieso würde sie sich dann, ihn dann benutzen? Wenn ich die Antwort finden kann, wird sich der Prozess im Nu auflösen. Wie fesselnd. Nun gut, erklärt uns eure Trophäe, eure Theorie. Heute hab ich's aber auch, ey. Erklärt dem Gericht, wieso es nötig war, am Ort des Geschehens aufzutauchen. Naja, wir haben noch nicht verloren. Wenn wir das Unmögliche ausschließen, bleibt nur noch das Unwahrscheinliche. Frau Dorner ist am Tatort aufgetaucht, um eine Zeugin zu werden, sich ein Alibi zu verschaffen, ihr Verbrechen zu vertuschen. Ihr Verbrechen zu vertuschen. Ich kann keinen anderen Grund finden. Das muss die Antwort sein. Ist das nicht offensichtlich? Sie hat versucht, ihr eigenes Verbrechen zu vertuschen. Oh, ist das so? Sagt, wieso sollte sie das tun? Naja, gib mir einen Moment, ich komme gleich zu diesem Teil. Das wird nicht nötig sein, Herr Blaurock. Was? Denk darüber nach, wieso sollte sie ein Alibi benötigen? Wenn niemand sie überhaupt sehen konnte. Ihr habt den Inquisitor gehört? Egal, wie ihr es dreht und wendet. Es gäbe keinen Grund für mich aufzutauchen. Angenommen, ich wäre die Täterin. Ux, das kann ich nicht abstreiten. Aber Layton kann. Entschuldigt, dass ich unterbreche. Aber das ist nicht notwendigerweise der Fall. Herr Layton. Was soll dieser Ausbruch, Herr Zylinder? Ihr geht davon aus, dass Frau Dorner keinen Grund hatte, wieder aufzutauchen. Allerdings hat sich die Situation verändert. Und es war nötig, wieder aufzutauchen. Das ist doch richtig, Frau Dorner. Ach. Wovon redet ihr? Ich weiß nicht, was ihr meint.
Es hat den Anschein, als müsste die Verteidigung diese Behauptung mit einem Beweis belegen. Herr Wright? Ich denke, Frau Dorner hatte nicht vor, sich am Tatort zu zeigen. Vielmehr scheint etwas geschehen zu sein, das diese junge Dame gezwungen hat, wieder aufzutauchen. Was war so wichtig, dass sie wieder auftauchen musste, trotz des Risikos entdeckt zu werden? Verteidiger! Erklärt dem Gericht, wieso es für die Hexe notwendig war, wieder am Ort des Geschehens zu erscheinen. Da ich so oft die Brille genommen habe, nehme ich sie dieses Mal noch einmal. Und dieses Mal bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es die Brille sein wird. Aber zur Sicherheit können wir nochmal einen Tipp benutzen. Obwohl ich mir wirklich sicher bin. Ja, Brille. Nimm das! Frau Dorner, ihr tragt in der Regel eine Brille, ist das richtig? Wie ich schon erklärt habe, habe ich meine Brille vor ein paar Tagen verloren. Seid ihr da absolut sicher? Habt ihr sie nicht vielmehr heute Abend verloren? Während des Verbrechens? Natürlich nicht! Möglicherweise habt ihr sie, während ihr das Verbrechen begangen habt, versehentlich fallen gelassen. Dann, als ihr flüchten wolltet, habt ihr bemerkt, dass sie verschwunden war. Deshalb musstet ihr wieder auftauchen, um nach eurer Brille zu suchen. Nein! Einspruch. Aha. Wie unsinnig! Solche haltlosen Spekulationen! Was ihr vorschlagt, ist grundlegend falsch. Was meint ihr? Nehmen wir an, rein hypothetisch, dass die Hexe wirklich einen Beweis zurückließ. Das erklärt in keinster Weise, welchen Nutzen es für sie hätte, sich am Ort des Geschehens zu zeigen. Es wäre weiterhin sinnvoller für sie, im Schutz der Dunkelheit zu entkommen. Einspruch. Bedauerlicherweise, Inquisitor Flammenberg, war es schlicht nicht möglich. Was? Herr Wright, verstehen Sie, was ich sagen möchte? Ja! Er meint den Grund, warum Frau Dorner am Tatort aufgetaucht ist. In Ordnung! Das ist es! Verteidiger, erklärt dem Gericht Folgendes! Wieso tauchte die Zeugin am Ort des Geschehens auf? Jemand fand ihre Brille? Sie konnte ihre Brille nicht finden? Ihre Brille war zerbrochen. Ich würde sagen, sie konnte ihre Brille nicht finden. Die Antwort ist ganz einfach, euer Ehren. Sie konnte ihre Brille nicht finden. Sie konnte sie nicht finden? Falls ihr es nicht bemerkt habt, sie trägt ihre Brille nach wie vor nicht. Arg. Einspruch. Ein Moment, Herr Blaurock. Was hat das mit dem Prozess zu tun? Das ist richtig. Es ändert überhaupt nichts. Einspruch. Da liegt ihr falsch. In Wirklichkeit ändert das einiges. Heute Nacht gingen die beiden Opfer in Flammen auf, dank eines Zauberspruchs. In diesem Moment sahen vier Zeugen die Flammen am Tatort. Zu diesem Zeitpunkt ist etwas passiert, das ihr nicht erwartet habt. Ihr habt eure Brille verloren. Das ist richtig. Ihr habt befürchtet, eure Brille könnte am Tatort gefunden werden. Und ihr könntet als Hexe verdächtigt werden. Einspruch. Was für ein Unfug. Selbst wenn ihre Brille gefunden würde, könnte sie einfach erklären, dass sie sie Tage vor dem Verbrechen dort verloren hat. Einspruch. Ich fürchte, das ist nicht möglich, Inquisitor Flammenberg. Was habt ihr gesagt? Wie ihr vielleicht wisst, hat es am Tatort vor dem Verbrechen stark geregnet. Hätte sie behauptet, ihre Brille vor dem Verbrechen verloren zu haben, wäre sie zweifellos völlig mit Schlamm bedeckt. Allerdings hatte es bereits zu aufgehört zu regnen, bevor das Verbrechen verübt wurde. Mit anderen Worten,
Ein Blick auf die saubere, trockene Brille hätte enthüllt, dass sie sie später verloren hat und sie als Hexe überführt. Nein! Ich hätte es besser wissen sollen. Ich habe meine Regenspalttechnik im Wald perfektioniert, ist klar. Und während des Regens habe ich dieses Blumenmädchen nie auf dem Pfad gesehen. Das ist nicht alles. Um Frau den Narrateur als Hexe hinzustellen, musstet ihr diesen Hexenstab am Tatort zurücklassen. Selbstverständlich! Das wäre der eindeutige Beweis, dass sie eine Hexe ist. Das Ziel war es, dafür zu sorgen, dass jemand anderes den Stab am Tatort findet. Ach, diese Person war ich. Allerdings war es euch sicherlich bewusst, dass jeder die angewandten Zaubersprüche leicht anhand des Stabes identifizieren kann. In diesem Fall liegt es nahe, dass die Hexe den Zauberspruch wie die Jaus benutzt hat, um zu verschwinden. Deshalb, Frau Dorna, hattet ihr keine andere Wahl, als am Tatort zu erscheinen. Das war der einzige Weg, den sie mit Verdacht abzulenken, sollte jemand eure Brille finden. Indem ihr wieder auftaucht, war es einfach zu erklären, dass ihr eure Brille verloren habt, als ihr zum Tatort gelaufen seid. Was habt ihr dazu zu sagen, Frau Dorna? Wisst ihr, ich habe euch lange genug reden lassen. Aber jetzt ist das Spiel zu Ende. Na, war das schon alles? Ich bin eine Hexe, weil meine Brille weg ist? Ich muss es jetzt wie oft gesagt haben? Ich habe meine Brille schon vor Tagen verloren. Habt ihr mir überhaupt zugehört? Ich sage es nochmal. Zum 100.000. Mal. Ich habe meine Brille verloren. Beweise gefällig, Verteidiger? Beweise, Herr Zylinder? Dann beweis, dass ich meine Brille am Tatort verloren habe. Ha, das könnt ihr nicht. Mit anderen Worten. Ihr verliert. Das ist richtig. Eine solche Sache zu beweisen, scheint in der Tat unmöglich. Zu beweisen, dass die Zeugin ihre Brille am Ort des Verbrechens verlor. Was meint ihr, Inquisitor Flammenberg? Das ist gewiss eine Frage der Beweise, hohes Gericht. Die Brille hat von Anfang an gefehlt. Die Ritter der Inquisition haben nicht die geringste Spur dieser Brille irgendwo am Ort des Verbrechens gefunden. Das heißt, Diese Zeugin kann keineswegs beschuldigt werden, eine Hexe zu sein. Und wie sie kann. Ihr habt den Mann gehört. Aber wir waren so nah dran. Die Frau ist eine Hexe. Kann das denn sonst jemand sehen? Was sollen wir tun, Professor? Ah! Nun ja, es scheint, die junge Dame hat ihre Rede beendet. Meinen Sie nicht, Herr Wright? Ja, es scheint so, Herr Layton. Was? Wieso seht ihr mich so an? Habe ich etwas zwischen den Zähnen? Es ist wie ihr sagt, Inquisitor Flammenberg. Erklärt bitte! Die Verteidigung hat noch eine Frage. Wieso konntet ihr die Brille nicht finden? Was meint ihr? Ihr müsst die Gegend sehr gründlich abgesucht haben. Dennoch, selbst jetzt konnten die Ritter die Brille nicht finden. Habt ihr euch gefragt, wieso? Ja, das ist wirklich sehr mysteriös. Sicherlich muss sie irgendwo sein. Die Brille muss von Wölfen verschleppt worden sein. Das ist die einzige Erklärung. Es gibt immer noch einen Ort, den noch niemand abgesucht hat. Was habt ihr gesagt? Die Brille war nicht am Tatort. Es bleibt also nur noch eine andere Stelle. Ja, was wurde vom Tatort entfernt? Der Milcheimer. Ist doch logisch, ne? Den haben wir hier. Da. Muss wohl in den Milcheimer gefallen sein. Alles andere kann ja nicht wahr sein, oder? Wovon redet ihr?
Habt Acht, Herr Blaurock! Zieht eure Klinge und zeigt dem Gericht, wo diese Brille versteckt sein soll! Es sieht so aus, als hätte ich es irgendwie durch meinen ersten Hexenprozess geschafft. Es dreht sich alles um diesen einen letzten Beweis. Es ist Zeit, die Sache aufzulösen. Ich überlasse Ihnen die Ehre, Herr White. Der Beweis ist an dem Ort, der heute Nacht noch nicht durchsucht wurde. Und zwar, was wurde nicht durchsucht? Ganz klar, der Milcheimer. Warum? Weil McGranny ihn mit auf ihren Hof nahm. Ich würde sagen, präsentieren. Nimm das! Heute Abend gab es eine Sache, die vom Tatort weggetragen wurde. Weggetragen? Ich spreche natürlich hiervon. Ah! Das ist der Milcheimer, der vom Ort des Geschehens entfernt wurde. Die Verteidigung behauptet, die Brille sei am Tatort fallen gelassen worden. Dies würde ich bisher als reine Spekulation betrachtet. Aber sollten wir Frau Lorners Brille in diesem Milcheimer finden? Wird aus reiner Spekulation plötzlich eine Tatsache! Was für ein Zaubertrick! Wovon redet ihr? Ihr seid verrückt! Einfach verrückt! Es ist nicht möglich, dass meine Brille in diesem dummen Eimer gelandet ist! Das ist einfach nicht möglich! Wieso hören wir nicht mit den Spekulationen auf und sehen nach? Was meint ihr, Inquisitor Flammenberg? Das ist reine Zeitverschwendung! Hört nicht auf die! Nein! Es steht außer Frage, dass die Ritter der Inquisition alle Möglichkeiten, die während des Prozesses aufkommen, nachgehen. Hohes Gericht, die Inquisition verfügt, dass der Eimer durchsucht wird, unverzüglich! Nun gut. Oh! Was? Was? Frau Dorner, wie ihr sehen könnt, haben wir eure Brille gefunden im Milcheimer. Die Wahrheit ist ans Licht gekommen. Nichts kann das mehr ändern. Und das bringt uns zur nächsten Frage. Um genau zu sein, zu einer Frage der Zeit. Wann ist die Brille in den Milcheimer gefallen? Wann? Wieso passiert das? Diese ganze Sache ist lächerlich. Die Antwort ist offensichtlich, oder nicht? Ich habe die Brille nach dem Verbrechen fallen gelassen, nachdem ich zum Feuer gelaufen bin. Ich habe einen Blick in den Milcheimer geworfen, dabei ist sie hineingefallen. Einspruch! Rede keinen Unsinn, Kindchen. Mechi und ich waren die Ersten vor Ort. Wir haben den Eimer geschnappt, um sicherzustellen, dass niemand in seine gierigen Finger bekommt. Wir hätten niemand in die Nähe des Eimers voller süßer, cremiger, köstlicher Milch gelassen. Darauf könnt ihr wetten. Arg. Alle vier Zeugen haben ausgesagt, dass sie den Zauber Inflammatio gehört haben, als das Verbrechen begangen wurde. Dem Libra Magae zufolge beschwört Inflammatio einen Flammenring im Umkreis von einem Meter um den Zauberer. In anderen Worten, muss die wahre Hexe direkt an Frau Denerateurs Seite gewesen sein. Gewiss, dabei ist die Brille in den Milcheimer gefallen. Es gibt daher nur eine logische Schlussfolgerung. Nur eine Person kann die wahre Hexe sein. Frau Dorner, ihr seid die wahre Hexe. Das ging aber schnell. Ein überaus befremdlicher Prozess. Vom ersten Augenblick an waren wir die Zeugen höchst absonderlicher Umstände. Ein Bäcker, der zum Verteidiger wurde, ein Zeuge aus dem Nichts. Und nun das Urteil, nicht schuldig. Das Hohegericht hat noch nie solch ein Schauspiel erlebt. Passiert das wirklich? Das Mädchen in dem Käfig, sie ist die wahre Hexe?
Aber was ist mit dem, was ist mit Sophie, der Narrateur? Frau Dorner. Sagt uns, warum wolltet ihr dieses Verbrechen Frau den Narrateur unterschieben? Ihr hättet ohne Probleme vom Tatort fliehen können. Es gab keinen Grund, jemand anderen zu beschuldigen. Dieses Verbrechen war das Resultat eures überwältigend bösen Vorhabens. Jemanden der Hexerei zu beschuldigen, bedeutet, diese Person zum Tode zu verurteilen. Darüber seid ihr euch doch im Klaren. Wieso also Sophie de Narrateur? Habt ihr die geringste Ahnung, was es bedeutet, eine Hexe zu sein? Was es bedeutet? Ich habe nie darum gebeten. Ich wollte diese Kräfte nie, aber ich habe sie. Und jetzt stehe ich hier und flehe um mein Leben. Ich hatte bisher so ein ruhiges Leben. Blumen verkaufen, Stammpauken von meinem Meister, wenn ich nicht genug verkaufte. Deshalb habe ich versucht, diesen Prozessen ein Ende zu bereiten. Diesen Prozessen ein Ende zu bereiten? Ihr wisst alle, wovon ich spreche! Die einzige Bedingung in der Geschichte, um diese Prozesse aus der Welt zu schaffen. Wenn die große Hexe Arcana in den Flammen ihr Ende findet, wird es keine solchen Prozesse mehr geben. Es war meine Chance, dies alles zu beenden. Das habe ich zumindest gedacht. Die Sonne war auf diesem verlassenen Waldweg fast untergegangen. Und es war keine Menschenseele in Sicht. Ich trug meine versteckte Talia Magica immer bei mir, für den Fall, dass sich eine solche Gelegenheit bietet. Ich habe Magie genutzt, um allen zu zeigen, wer dieses Mädchen wirklich ist. Hätte ich Erfolg gehabt, dann würden all diese Prozesse endlich enden und ich könnte mein einfaches Leben leben. Was sagt ihr da? Habe ich richtig gehört? Beschuldigt ihr etwa Sophie de Narrateur? Wieso denkt ihr, hat nie jemand die legendäre große Hexe gesehen? Vielleicht, weil sie sich unter uns versteckt. Schon die ganze Zeit. Sie wird geschützt. Sie wird vor uns versteckt. Es ist alles Teil der Geschichte. Teil der Geschichte? Einspruch! Es reicht! Kein Wort mehr. Die Existenz einer Hexe kann nicht gerechtfertigt werden. Lass mich gehen! Ihr habt es doch auch bemerkt! Ihr könnt ihm ein Ende setzen! Allem! Dieses Mädchen! Alles ist nur ihre Schuld! Ich flehe euch an! Sie ist... Bitte! Lasst mich gehen! Ritter der Gerechtigkeit! Sollt ihr die Menschen hier nicht schützen? Gebt mir noch eine Chance! Da liegt ihr falsch. Was? Es ist wahrlich die Tugend eines Ritters. Unser Schwur besagt, Labyrinthias Bürger zu schützen. Vor euresgleichen. Ich habe euch meinen Schutz bisher nur gewährt, da eure Schuld noch nicht bewiesen war. Es bestand die Möglichkeit, dass ihr keine Hexe seid. Immerhin deuteten die Umstände auf eine andere Schuldige hin. Diese Möglichkeit ist jetzt dahin und eure Unschuld mit ihr. Nun findet ihr euch am anderen Ende meines Schwertes. Abscheuliche Hexe, Feind Labyrinthias! Mögen die Flammen euch vom Angesicht dieses Landes tilgen! Moment mal! Bitte wartet! Halt! Bitte lasst das nicht zu! Sophie! Wenn diese grausamen Prozesse damit enden können... Lasst mich ihren Platz einnehmen! Lasst mich Arcana sein! Schickt mich in die Flammen! Bitte! Wenn es ihr Leben retten kann! Dieser Prozess hat eindeutig erwiesen, dass dieses Blumenmädchen Bella eine Hexe ist. Und den Gesetzen zufolge werden jene, die als Hexen befunden werden, hingerichtet. Hat er hingerichtet gesagt? Er meint doch nicht etwa... Das ist höchst beunruhigend. Gerichtsknecht, schürt das Feuer! Nein! Nein! Tut es nicht! Hört mir zu!
lasst euch von ihr nicht blenden! Sophie ist die große Hexe! Glaubt mir! Wir haben keine Zeit zu verlieren! Sie ist Arcana! Fangt sie! Dann sind die Hexenprozesse endlich vorbei! Und zwar für immer! So viel dazu. Bisher haben wir irgendwie gewonnen und das Urteil nicht schuldig erwirkt, aber es war noch nie so deprimierend zu gewinnen. Ah, Sophie, alles in Ordnung? Ja, ich wollte nur... Ich wollte euch allen danken. Ihr alle seid zu mir geeilt, um mich wieder zu retten. Ja, natürlich, selbstverständlich sind wir das. Moment mal, Sophie! Was hast du gerade gesagt? Ihr alle zu mir geeilt, um mich wieder zu retten? Du meinst nicht... Ja... Ich erinnere mich an alles. Ich erinnere mich an den letzten Prozess. Ich denke, das heißt, dies ist das zweite Mal, dass wir uns treffen. Und das zweite Mal, dass ihr mir geholfen habt. Herr White, gehe ich richtig in der Annahme, dass sie schon früher begegnet sind? Ja, scheint so. Sie ebenfalls, Herr Layton? Möglicherweise wäre es angebracht, wenn wir uns austauschen, um uns auf denselben Stand zu bringen. In Ordnung. Worüber wollt ihr sprechen? Was in London geschah, was auf dem Schiff geschah. Ich würde sagen, erstmal, was in London geschah. Sophie hat uns in London einen Besuch abgestattet. Sie hatte den Brief eines alten Bekannten in ihrem Besitz. Wirklich? Herr Crash hat Sophie geholfen, direkt aus Labyrinthia zu verschwinden. Ihr habt mich vor den Hexen, die mich verfolgt haben, in Sicherheit gebracht. Warte, hast du Hexen gesagt? Sie sind in London auch aufgetaucht? Bedauerlicherweise kann ich nicht sagen, dass unser Schutz fehlerfrei war. Als sie das letzte Mal gesehen haben, schien es, als könnte sie dank des Vorbeifahrens des Frachters entkommen. Oh ja, das ist richtig! Was ist danach passiert, Sophie? Ich bin für eine Weile auf dem Schiff dem Fluss gefolgt, bis es im Hafen angelegt hat. Und dann habe ich Felix und Maya getroffen. So, was auf dem Schiff geschah? Ich wusste nicht, wo das Schiff anlegen würde. Ich fühlte mich ein wenig verloren. Bitte akzeptieren Sie meine Entschuldigung. Ich fürchte, es lag nicht in meiner Macht, das zu verhindern. Nein, nein! Bitte gebt euch nicht selbst die Schuld, Herr Layton. Ich wusste nur nicht, was ich tun soll. Ich habe auf dem Schiff nach etwas gesucht, das mir helfen könnte. Oh Mann, da hast du ja was gefunden. Oder eher jemanden. Du bist auf einem Schiff, bist auf dem Schiff einen Meisterdieb auf einen Meisterdieb gestoßen. Ja, das stimmt. Sagten Sie Meisterdieb? Gut. Gute Güte, das ist ja großartig. Großartig ist nicht gerade das Wort, das ich wählen würde. Danach stand ich vor Gericht und dort hat mir Felix geholfen. Ich verstehe. Vielleicht konnten Sie sich unterbewusst noch an den Prozess erinnern. Und an Herrn White. Deshalb haben sie ihn um Hilfe gebeten, als sie heute Abend in diese höchst missliche Lage geraten sind. Das ergibt Sinn. Immerhin hat Nick an diesem Tag in England ja Rechtsgeschichte geschrieben. Haben Sie gesagt, Geschichte geschrieben? Toll! Das ist ja beeindruckend, nicht wahr, Professor? Ich würde nicht gerade sagen, dass ich damit in die Geschichte eingehe. Aber dann... Nach dem Prozess konnte ich den Professor nicht mehr finden. Selbst nachdem ich die Mühen auf mich genommen habe, den Hinweis zu finden, wurde er mir weggenommen. Ein Hinweis, sagen Sie?
Ja, die Marke. Diese, die diese kleinen süße, kleine, die diese süßen kleinen Stoff hier um den Hals hatten, hatte. Diese Marke war ein Hinweis? Ein Hinweis worauf? In Ordnung, worüber wollte ich die Marke? Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken auf dem Schiff. Ich habe mir über viele Dinge Gedanken gemacht. Zum Beispiel, wie ich es zurückschaffen kann, wenn das Schiff anlegt, solche Dinge. Zurückschaffen? Zurück zum Herrn Layton und Luke. Ihr wart die Einzigen, die mir helfen konnten. Es war uns eine Ehre, Sophie. Aber egal, was ich versucht habe, ich konnte mich nicht erinnern, wie die Stadt heißt, in der ihr lebt. Du meinst London, Sophie? Oh, genau! London! Das stand auf dem Brief von Will an Herrn Layton. Der blaue Teddybär, den ich in dem Raum gefunden habe, trug eine Marke um den Hals. Sophie, Bobby Badger sieht aber wirklich nicht wie ein Teddybär aus. Auf der Marke stand ganz klein London geschrieben. Ich erkannte den Namen der Stadt. Ich dachte, es könnte eine Adresse sein. Das liegt daran, dass dieses Stofftier in einer Aktion der Londoner Metropolitan Police benutzt wurde. Hä? Oh, richtig. Sophie, du wusstest, dass diese Adresse total wichtig ist. Also hast du die Marke mitgenommen, richtig? So wolltest du in Herrn Layton und Luke wiederfinden. Ich habe mich nur so allein und hilflos gefühlt. Ich frage mich aber, was denkt ihr, wer es wirklich war? Wer hat Olivia mit dem Rohr geschlagen, meine ich? Wie meinen? Oh ja, ich schätze, wir haben nie herausgefunden, wer der Täter war. Ich vermute, dass es eine Verbindung zu der Gruppe Hexen gibt. Was? Ihr meint die Hexen, die uns in London verfolgt haben? In der Tat. Es ist möglich, dass sie ihre Flucht auf dem Schiff gesehen haben und ihnen gefolgt sind. Ist das möglich? Also, sie sagen, eine große, unheimliche Hexe ist im Frachtraum des Schiffes rumgeschlichen? Ich fürchte, das ist der Fall. Diese Hexen waren bestimmt bestrebt, sie zurück nach Labyrinthia zu bringen, koste es, was es wolle. Allerdings mussten sie sicherstellen, dass sie in nichts verwickelt werden, was ihre Entführung behindern könnte. Mit anderen Worten, der Vorfall mit Frau Aldente? Exakt. Sie müssen sie bewusstlos geschlagen haben. Dann versuchten sie, Sophie zurückzubringen, bevor die Polizei eintrifft. Allerdings muss der Plan durchkreuzt worden sein, da sie trotzdem vor Gericht gelandet sind. Und so wurden sie zu meiner Klientin. Ich kann mich nicht genau erinnern, was passiert ist. Könnte jemand Sophie die ganze Zeit kontrolliert haben? Vielleicht hast du recht. Irgendetwas war seltsam an Sophie. Herr Wright. Sophie wurde ihnen als Schulmädchen vorgestellt, ist das richtig? Ja. Sie weiß nichts über die Welt außerhalb von Labyrinthia. Bedenkt man das, wäre es äußerst schwierig, sie vor ein englisches Gericht zu stellen. Jemand muss versucht haben, Sophies wahre Identität zu verbergen. Was? Aber Professor, könnte das wirklich jemand tun? Sie müssen es können, Luke. Und wenn meine Vermutungen der Wahrheit entsprechen, fürchte ich, unser Gegner hier könnte weitaus mächtiger sein, als wir zuerst annahmen. Mit wem oder was haben wir es hier zu tun? Jungs, lasst uns zurück zur Bäckerei gehen. Ich wette, unsere Meisterin erwartet uns mit einem Festmahl aus Pasteten. Oh... Um ehrlich zu sein, ich kann doch nicht nach Hause gehen. Kannst du nicht? Oh. Naja, es gibt noch einige rechtliche Dinge, die geklärt werden müssen, bevor ich nach Hause gehen kann. Bitte, geht schon mal ohne mich vor.
Sind Sie sich sicher? Nun gut. Ich muss euch allen danken. Danke für alles. Alles klar, Sophie. Wir sehen uns später. Ja. Bis später. Herr Wright, bitte erlauben Sie mir, mich richtig vorzustellen. Mein Name ist Herschel Layton. Ich bin Professor der Archäologie in London. Ein Professor? Naja, mein Name ist Felix Wright. Ich bin Rechtsanwalt. Wie ich vermutet hatte, sind Sie kein einfacher Bäcker, Herr Wright. Ja, ich dachte selbst schon, dass es ziemlich seltsam ist, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich schon immer ein Bäcker war. Je mehr es alles gesagt haben, desto weniger sicher war ich mir, dass es auch wirklich stimmt. Woher sind diese Erinnerungen überhaupt gekommen? Professor, wenn Herr Wright ein Anwalt ist, muss es heißen, er ist so schlau wie Sie, oder? Hahaha, ich fürchte, das kann ich nicht beurteilen, Luke. Aber hinter jedem Spitzenanwalt steckt eine schlaue, schöne, witzige und überhaupt fantastische Spitzenassistentin. Ich denke, du hast bescheiden vergessen. Mein Name ist Luke Triton. Ich bin Assistent des Professors. Ich bin Maya Fey. Und Nick hier ist mein Assistent. Stimmt doch, oder Nickilein? Ernsthaft? Nickilein, warte mal. Wieso bin ich dein Assistent? Egal, wir sollten alle zur Bäckerei gehen. Machen wir uns auf den Weg. Ich bin sicher, Sophie wird bald nachkommen. Ich würde nicht darauf wetten, Herr Blaurock. Inquisitor Flammenberg. Beeindruckende Arbeit heute Nacht. Es ist eine Schande, dass ihr euer Talent bisher nicht genutzt habt. Glaubt mir, nächste Leistung vor Gericht ist ein wahres Zuckerschnecken verglichen mit dem Anblick, den er bietet, wenn er Teig knetet. In Ordnung. Was meint ihr, Inquisitor? Wieso kann Sophie nicht nach Hause gehen? Neue Anklagepunkte wurden gegen Frau Sophie de Narrateur vorgebracht. Was? Das gibt's doch nicht. Das kann nicht stimmen. Ihr erinnert euch doch, oder? Sie steht unter Verdacht, die große Hexe Arcana zu sein. Sie was? Wie kann das sein? Soll das heißen, sie wurde aufgrund der Anschuldigungen, die Frau Dorna hervorgebracht hat, verdächtigt? Diese Entscheidung lag nicht bei mir. Was? Unabhängig davon wird das Mädchen zu einem festgelegten Zeitpunkt für einen weiteren Prozess vor Gericht gestellt. Stehen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist es meine Aufgabe, Beweise dafür zu sammeln, dass sie die große Hexe ist. Entschuldigt, Inquisitor. Wann genau ist dieser Termin? Eine nähere Untersuchung dieser Anschuldigung wird wird am Tag der nächsten Parade des Schöpfers stattfinden. Das wäre heute in 2 Wochen. Nach Abschluss unserer Untersuchungen wird der Prozess gegen die große Hexe stattfinden. Was? Es scheint, als hätte das Mädchen dieses düstere Geheimnis vor euch allen bewahrt. Sophie. Die Befragung von Sophie, der Narrateur, sollte in Kürze beginnen. Die Besuchszeit ist vorbei. Ich schlage vor, ihr macht euch auf den Heimweg. Sophie, die legendäre große Hexe Arcana? Eine Geschichte, die das Schicksal einer ganzen Stadt beschreibt. Und nun eine große Hexe namens Arcana. Es liegt nun an uns, die Antwort für Mysterien zu finden. Aber wie sollen wir es in nur 2 Wochen schaffen? Wo sollen wir diese Beweise finden? Wisst ihr, ich habe mir gedacht, wie spricht man eine große Hexe an? Seid gegrüßt, oh bezauberndes magisches Wesen oder vielleicht, was geht? Macht das einen Unterschied? Man nennt sie große Hexe, nicht gerade jemanden, den ich kennenlernen möchte. Ich denke, ich habe eine Lösung für das Problem. Es ist recht einfach. Professor Layton? Erlauben Sie mir, es näher zu erklären, Herr Wright.
Der einzige Weg, wie wir das Geheimnis dieser Stadt und ihrer Bürger lösen können, ist Zusammenarbeit. Er hat recht. Wir haben es bis hierher geschafft. Wir lassen Sophie jetzt nicht in den Stich. In Ordnung, ich bin dabei. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zusammen zu arbeiten, Professor. Ich auch, Luke. Ich auch, Maya. Na dann, wollen wir los? Hier beginnt unsere Geschichte, die wir selbst schreiben und deren Verlauf wir selbst beeinflussen. Ah, ich dachte, das hört noch nie mehr auf hier. Ich glaube, ihr habt mitbekommen, dass ich mitten in dem Part ein bisschen verschnupft auf einmal wirkte und ja. Yay. Ansehen. Also, ich bin gerade etwas verschnupft. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Es ist, glaube ich, eher Heuschnupfen gerade als irgendeine Erkältung. Und das regt mich auf, weil ich kann dagegen gerade aktuell nichts tun. Und ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Nachsicht gewonnen. Ich wollte jetzt einfach den Part nicht abrupt beenden da mittendrin. Das wäre leicht blöd gewesen. Und ja, ich hoffe, das ist auch jetzt, hört sich jetzt nicht allzu schlimm an im Part. Und ansonsten, bitte habt da hingehend Nachsicht. Und ja, ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar. Dies ist ein anderes. Haut rein, bis dann und ciao!